Und wir haben einmal den Philosophen, der das Buch Al-Futuhat al-Makkiya geschrieben hat. Der Philosoph und Sufi, der behauptete, er sagte, eines seiner Aussagen ist, dass die Wilaya, also die Stellung des Wali, höher sei als die Stellung des Nabi. Die Stellung eines Wali sei höher als die eines Nabi. Und interessanterweise sagte er, genauso wie es einen Khatamun Nabi gibt, Khatamun Nabi oder Khatimun Nabi, das sind zwei Lesearten übrigens im Koran. Also es gibt sowas wie einen Khatamun Nabi und er sagte, es gibt auch etwas, das sich das Siegel der Awliya nennt. Und wenn wir sagen, die Awliya sind höher in ihrem Rang als die Anbiya, dann ist es ja eine konsequente Schlussfolgerung, dass wir sagen, also zumindest implizit, dass das Siegel der Awliya höher ist als das Siegel der Anbiya, oder nicht? Und noch, obendrauf kommt noch, dass er beanspruchte, er selbst sei der Khatam al-Anbiya, Khatam al-Awliya, Afan. Er wird in der Türkei heute noch sehr gefeiert, ne? Diese Person. Und ist auch einer der Vorreiter, was die Aqidat Wahdatul Wujud angeht. Wahdatul Wujud, das heißt, so viel, dass die Existenz als Ganzes Gott sei. Es gibt also keinen wirklichen Dualismus. Ich meine mit Dualismus Geschöpf, Schöpfer. Ja? Das gibt es nicht. Das gibt es nur, das ist nur eine Täuschung. Es ist nur eine Täuschung. In der Realität sind Geschöpf und Schöpfer eine einzige Sache. Das ist eine Aqida, Wahdatul Wujud nennt man das. Das ist aber nicht zu vergleichen mit der Aqida der Inkarnation. Weil hier haben wir Geschöpfe, in denen sich Gott inkarniert sozusagen. Bei der Wahdatul Wujud sagen sie aber, dass die Geschöpfe selbst Gott sind oder ein Teil Gottes. Das ist natürlich, diese Aqida ist islamisch fatal falsch, auch philosophisch und logisch nicht haltbar. Aber diese Aqida hat schlimme Folgen. Deswegen sagte einer ihrer Dichter, der diese Aqida trägt, er sagte, der Diener ist real. Der Diener ist real. Und der Herr, also der Gott, ist auch real. Das ist schon widersprüchlich. Das selbst ist schon ein Widerspruch, oder nicht? Weil er redet ja von zwei. Aber das mal beiseite gelassen. Dann sagt er, der Diener ist real und der Herr ist real. Wer ist denn der Mukallaf? Wer ist der Mukallaf? Al-Mukallaf ist der, der angesprochen wird von den Befehlen und Verboten. Gott kann sich nicht selbst Verbote und Befehle auferlegen. Naja, und deswegen sagte einer von ihnen auch, ich glaube, das war der Ibn Sabi'in oder so, er pflegte zu sagen, anstatt zu sagen Subhanallah, sagte er Subhani, Subhani, gepriesen sei, ja, nicht selbst, weil er erst ein Teil Gottes. Und einer sagte zu seinen Söhnen, als er ihn fragte, rief seinen Vater dazu auf, mit ihm zu Hajj zu gehen. Und dann sagte er, mein Sohn, umkreise unser Haus hier, denn darin befindet sich nichts anderes als Gott. Ja, du brauchst gar nicht mehr nach Mekka gehen. Jedes Haus ist für den Tawaf geeignet. Naja, das ist die Aqida des Wahdatul Wujud. Wegen dieser Aqida wurde diese Person, dieser Ibn Arabi oder Ibn al-Arabi, ich habe es jetzt vergessen, von vielen seiner Zeitgenossen auch aus dem Islam ausgeschlossen.
Diese Akida ist nämlich schlimmer als die Akida der Christen. Diese Einstellung ist schlimmer als die Akida der Christen, der Dreifaltigkeit. Wisst ihr warum? Die Christen haben Gottes Wesen verteilt auf diese drei. Wahdatul Wujud verteilt es aber auf jedes einzelne Geschöpf. Nur noch eine Sache zum Abschluss. Das ist auch eine konsequente Folge dieses Glaubens. Ich frage euch, wenn man die Aqida des Wahdatul Wujud glaubt, lag Pharao falsch, als er sagte, Ana Rabbukum al-A'la, ich bin euer höchster Herr? Lag er falsch? Nein, er müsste ja richtig sein. Und diese Konsequenz ist zwar absurd, aber viele von ihnen, die diese Aqida tragen, akzeptieren das auch. Sie sagen tatsächlich, Pharao ist als Gläubiger gestorben. Nicht nur als Gläubiger, er ist zur höchsten Erkenntnis gekommen. Er hat erkannt, dass er selbst sozusagen ein Teil Gottes ist. Und deswegen hat er in Erkenntnis diese Aussage ausgesagt, ich bin euer höchster Herr. Und Musa a.s. lag falsch darin, ihn zu kritisieren. Ja. Wenn man sowas weiß, dann kann man diese Akida nicht mehr beschönigen, auch nicht mehr verteidigen.